Mit welchem Mitspieler würdest du gerne mal in den Urlaub fliegen und wohin? Also ich war ja schon mit Bene Kohl und mit Frankie Maurer zusammen im Urlaub mit den Familien, das war wunderschön. Mit dem Sacher würde ich schon auf jeden Fall im Urlaub fliegen, irgendwo hin, wo es gemütlich ist. Wo es gemütlich? Getränke gibt. Bahamas. Oder Hawaii, keine Ahnung, irgendwo sowas. Wo es auch noch Schatten gibt für mich. Ich glaube, da würde ich den Marco Friedrich nehmen. Und wohin? Thailand, Indonesien, vielleicht Bali, so in die Richtung, Asien. Ja, da könnte ich mir das gut vorstellen. Oder Afrika, um eine Safari-Tour zu machen. Warum Marco Friedrich? Ja, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, verstehen uns auch ganz gut. Und deswegen denke ich, dass es mit ihm eigentlich ganz lustig sein könnte. Ja, ich würde mal Felix Schütz sagen. In der Zeit, wo der Schützi noch in Köln war und ich auch, da sind wir eigentlich jeden Morgen in die Kabine gekommen und irgendwas Verrücktes ist passiert. Irgendeine verrückte Idee hat der Schützi wieder. Und auf jeden Fall war uns da nie langweilig und wir hatten auch immer genug zum Lachen. I think I would probably take Thorsten Angert. Yeah. We get along well and, I mean, he's got a family, a wife and kid, but I think we could still have fun. Seems like he'd be up for it and... Yeah, I enjoy talking to him, so it would probably be him. Someplace expensive on his bill. Ich war mit Freddy Tiffes im Urlaub. War sehr schön. Wo warst du? Wir waren im Berchtesgaden beim Skifahren. Wie ist Herr Tiffels? Was für Typ ist es? Freddy? Mhm. Ja, guter Typ. Nein, hat auch seine Macken, aber ist im Großen und Ganzen super Typ. Er ist ja öfter, also wir wohnen ja zusammen, er wohnt eine Etage unter mir und er kommt des Öfteren zum Essen hoch, deswegen ist schon gut, macht Spaß mit ihm, haben eine gute Zeit. Ach, es gibt einige Jungs aus der Truppe, mit denen ich gerne Urlaub fliegen würde. Ich könnte mir vorstellen, hier mit dem Kölner Kindergarten in Urlaub zu fliegen, hier Freddy Tiffels, Dominik Tiffels, Hannibal Weizmann, die wir dazu bekommen haben, das ist immer eine lustige Kombo. Und ich glaube, mit den Jungs kann man überall Spaß haben, egal wo es hingeht. Vielleicht irgendwie nach Italien oder ich will jetzt nicht Ballermann sagen, weil so sind wir eigentlich nicht. Und weiß ich nicht. Also mit den Jungs hätten wir auf jeden Fall Spaß, egal wo.